Das Odenwald-ABC. Heute A wie Aussiedlerhöfe. Wer im Odenwald unterwegs ist, entdeckt immer mal wieder Wegweiser zu Aussiedlerhöfen. Die meisten von ihnen sind in den 50er, 60er Jahren entstanden und mit der traditionellen Landwirtschaft haben sie nichts mehr zu tun. Dafür steht eher die Allmende, landwirtschaftlich nutzbare Fläche, die als gemeinschaftliches Eigentum von der gesamten Bevölkerung benutzt werden durfte. Auch wenn es die Armut der Odenwälder Bauern, insbesondere im 19. Jahrhundert, nicht verhindern konnte, weswegen Zehntausende von Odenwälder auswanderten. Dafür ging es dem Adel, es gab über 200 adlige Familien im Odenwald, umso besser. Zum Beispiel in Ammerbach, das zwischen 1803 und 1806 Residenzstadt des Fürstentums Leiningen war, bevor es 1816 bayerisch wurde. Musik.